Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist Donnerstag, Tag 4. Und wir haben 9:45 Uhr. Wir haben schon geshakt. Wir haben schon gefrühstückt. Wir haben schon Käffchen getrunken. Und immer noch kein Anruf. Wir haben schon zweimal Mittwoch angerufen, aber den Dienstag haben wir angerufen. Immer noch nicht nerven. Ja, wir warten auf ein Paket. Da ist auch irgendwo, findet die Tracking-Nummer nicht statt, aber heißt ja nichts, hatten wir schon öfter. Und dann lag das einfach vor der Tür. Was aber jetzt nicht der Fall ist. Naja. Abwarten und Tee trinken. Was nicht meine Stärke ist. Abwarten. Na gut, nützt ja alle nichts, ne? Wäre so schön, wenn sie heute anrufen. Und sagen, komm vorbei, der ist doch schon seit gestern fertig. Wow, super, bist du am Schaukeln? Auf deiner... Einfach so für den Humi, damit er da chillen kann, glaube ich. Ja, gekocht habe ich auch schon. Champignon-Rahm gibt es heute mit Schnitzel, vegane. Die sind im Backofen zum Aufdauen, die gibt es fertig schon, dann mache ich diesmal keine Arbeit. Und als Beilage gibt es Reis, Kroketten, Zwiebelringe und ein paar Pommes. Genau, die Vögelchen sind am Zwitschern. Der Etti ist am Gucken. Etti, was ist los? Willst du nicht mal ein bisschen stöbern gehen da hinten? Du bist früher so oft da oben gelaufen, hast keinen Bock mehr. Hier vorne reicht, ne? So, das ist ein Mäusebusser, der heute wieder ab, der den Humi gesehen. Da sagst du, das ist keine Maus, das ist ein Kalb. Kälbchen isst er nicht so gerne. Ja. Ja, Simkack-Video habe ich immer noch nicht zugekommen. Irgendwie komme ich da nicht aus dem Hof. Ja. Ja, super. Das sieht doch richtig schön aus, wie du schaukelst. Und ich glaube, ich schnappe mir gleich mal mein Zettelchen aufgeschrieben. Habe ich ja schon alles. Und werde ich das mal erzählen. Dann kommt das die Tage auch online. Ja, ansonsten werden wir jetzt, was wollen wir heute machen? Warten, warten, warten. Würden gerne schon packen, im Wohnwagen alles reinmachen, aber zum Sitzen wir hier und singen und warten, dass was passiert. Aber gut. Ich halte euch auf dem Laufenden. Genau, wenn die heute anrufen, fahre ich natürlich direkt los und hole den Wohnwagen ab, was wir wieder hier haben. Endlich, der Anruf kam. Oh, es ist alles fertig, so haben sie am Telefon gesagt. Und Kosten laufen sich auf 121.000 irgendwas vorhin, das sind ungefähr 300 Euro. Ja, happy. Jetzt habe ich aber Essen schon drin. Eine Ofenfritteuse. Das Reis gibt es jetzt, dann gibt es hier die Champignon-Rahmsoße dabei. Ich habe noch hier ein bisschen ungesunden Scheiß gemacht. Kroketten. Zwiebelringe, schöne Cheese Nuggets. Noch. Und hier gibt es Schnitzel. Genau, oh. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, wir haben jetzt einen kurzen Zwischenstopp gemacht in Hevis und so ein geiles Eis gegönnt. 600 Forint. ich glaube, wo letztes Jahr unser Eismann gekommen ist mit einer Autobahn, das 250 Forint. Ne? Die werden jetzt aber schon auch wieder teurer sein, weil es halt Touristenhochburg in Hevis. Da sind wir durchgekommen, da haben wir kurz angehalten, komm, Ski drauf, können wir uns jetzt. Und ich bin innerlich schon völlig aufgeregt, ob das alles fertig ist mit dem Wohnwagen oder nicht. Wir haben Powerbank alles dabei, dass wir alles direkt testen können. Im Kreisverkehr an der zweiten nicht normal Ausfahrt ist, auf 71 ist Fuß verlassen. Und ja, wir werden nochmal kurz, glaube ich, einen Zwischenstopp machen in unserem heißgeliebten Lidl. Weil ich hätte gestern noch Heißhunger, habe 6 oder 7 Bananen gefuttert und ja, jetzt haben wir halt nicht mehr genug für unseren Shake. Wir nehmen einfach nochmal 10 mit. Wir brauchen ja auch für unser Müsli, brauchen wir auch reife Bananen jeden Tag, 2-3 Stück, ne? Und die werden ja auch nicht schlecht bei uns. Mir ist aber aufgefallen, dass die Bananen hier, obwohl die Schale gelb ist, dass sie schon recht matschig sind da drin, ne? Hm. Ich Shake 900 Meter den Kreisverkehr ja, gut, der das zweiten Ausfahrt ich mache auf. Immer morgens einen Shake. Aber das ist schon komisch, weil in der Türkei sind die teilweise richtig schwarz schon oder sind die noch richtig geil innen drin? Keine Ahnung. Jedenfalls sind die für einen Shake optimal, so wie sie sind. Weil nichts Negatives, einfach nur, ist das halt, ich glaube, je nach Herkunftsland oder je nach Auch andere halt, Bananensorten, ne?
Ja, das stimmt. In der Türkei kommen die, sind die an der Pflanze auch noch gereift und nicht schon grün geerntet und dann auf tausende Kilometer verschifft. Ne? Mhm. Ich glaube ja nicht, dass hier irgendwo Bananenplantagen sind. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt aus Marokko oder Spanien. Obwohl Spanien gibt es ja Spanien mal Bananen, weißt du das? Ja, haben wir ja gesehen, die Felder, die stimmt. Gewächshäuser mit Bananen. Gesehen, ne? Ich erinnere mich. Ja. Und so ziehen wir jetzt die Reise am Balaton fort, fahren weiter und hoffen, dass wir gleich unseren Wohnwagen wieder in die Arme nehmen dürfen. Das war schon echt komisch, so lange ohne irgendwie, war der immer bei uns halt so lange, ne? Seitdem wir waren noch nie so weit weg. Der hat aber früher in Deutschland am Laden gestanden, aber es war ja auch noch ein Katzensprung. Aber da haben wir auch noch nicht so da drin gewohnt. Nee, das ist stimmt. Ja wirklich das unser war echt Zuhause. Komisch. Da haben wir überlegt, ich brauche Pfeffer, habe ich und boah, kommen wir jetzt nicht dran, dann wohnen wir ein paar Sachen mal drin gelassen, nur Gewürze und sowas. Oder ein paar andere Sachen, haben wir auch schon zwei, drei Mal gedacht, deine Nähsachen hast du mal gebraucht, hast du gesagt, oh, ich muss eben nähen, ach geht nicht. Und ja, heute nehmen wir in aller Voraussicht wieder mit. Alles wird gut und dann wird gepackt und dann geht's. Sind wir nächste Woche Mittwoch schon in Istanbul. Wir haben heute Dönerstag. Dönerstag, heftig, ne? Ja, dann sind wir schon vor vier Wochen haben wir in Marrakesch. In einer Woche sind wir gerade im BIM und verkaufen rein. BIM. Stimmt. Im altbekannten BIM. Ja. 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 Unser Austauschmodell. Ersatzteillager. Gesteckt, dass das auch hochgefährlich war, weil da war wohl irgendwie ein Spannungsregler zwischen gemacht, der aber nicht mehr richtig funktionierte und gefuttert war und keine Ahnung. Das war ja schon so, als wir den gekauft haben. Das war alles schon so, als wir den gekriegt haben. Da habe ich nichts gemacht. Das denke mal, ich vermute mal, das war ausschlaggebende Punkt, weil die aus Casablanca, da waren die ja da unten irgendwo dran, haben was rausgezogen, wieder reingesteckt, da wird irgendwo was falsch gesteckt worden sein. Und deswegen wurde das halt dann zu einer kritischen Masse. Aber es ist ja alles gut gegangen, wir haben Glück gehabt. Am Ende haben wir nur noch den Landstrom über die Powerbank, nicht über die Powerbank, über so ein Kabel halt im Wohnwagen benutzt. Und daher war alles eu. Und jetzt ist aber alles safe, alles was hier reingehörte. Da ist so ungefähr ein gefühlten Kilo Kabel war da dran, ne? Mit echt? Verschiedenen Relais und alles, das war echt. Also bestimmt 40, 50 Kabel, verschiedene Stränge und hab gesagt, komm, brauche ich nicht, schmeiß weg. Ich weiß, warum die das letzte Mal nicht gefunden haben in der Werkstatt, weil die letzte Mal nur unter unserem Bett geguckt haben. Ja, die haben ja nur die Ladegeräte angespannt, ne? Deswegen, jetzt haben wir alles halt durchgecheckt, auch meins gebautes und gebasteltes. Habe ich aber gefragt, war das ist okay? Ja, er sagt, ist okay, ist ja nur ein 12 Volt Kabel, was ich da gezogen habe. Das ist alles kein Problem. Also das, was wir da gemacht haben, auch mit dem 220 Volt, mit den Steckdosen, ist alles gut. Alles fachmännisch, wäre das nicht anders gemacht worden. Also habe ich einen Glücksgriff gehabt oder keine Ahnung was. Ist jedenfalls alles so. So, mal die Spur wechseln, damit ich nicht hier den ganzen Verkehr blockiere. Ja, jetzt fahren wir noch ungefähr 2 Stunden zurück wieder. Haben noch ein paar Bananen gekauft, wegen meiner Bananenlust letzte Nacht. Ja, Brazil Nuts haben wir also. Paranüsse haben wir noch 2 Packungen geholt, die kriegen wir nämlich nicht in der Türkei. Da haben wir auf jeden Fall für unser Müsli schon mal genug. Und
eine Packung Pekannüsse habe ich mitgenommen. Die frühstücken wir auch ganz gerne, ne? Freue ich mich, danke schön. Aufs Müsli machen wir die Streuseln, wie die immer. Und in der Türkei werde ich glaube ich, die gerösteten Haselnüsse aus dem Mikro schon. Die waren auch lecker. Ja, jetzt können wir uns fast auf den Urlaub freuen, ne? Also nicht auf den Urlaub, auf die Reise freuen. Es ist gefühlt wie vor dem Urlaub. Morgen kommt das Paket auch an, was noch fehlt, jetzt war es außenstehendes. Jedenfalls kam die E-Mail, dass das morgen zugestellt wird. Ich denke mal, da werden beide dann dabei sein. Und ja, wir jüchseln jetzt langsam zurück. Und dann wird der Tag auch, glaube ich, gelaufen sein. Heute machen wir nichts mehr am Wohnwagen, sondern den stellen wir einfach nur ab. Und dann kann er sich wieder akklimatisieren an seiner alten Wirkungsstätte. Und dann ja, geht es morgen dran. Packen, packen, packen. Jeder hier einen Durchfallmoment gehabt. Wir sind jetzt zurückgekommen. Ich wollte hier einfach nur alles aufbauen. Dann lag dieses scheiß Stromkasten einfach abgegangen. Die Kackschrauben haben nicht mehr gehalten. Jetzt habe ich dicke Schrauben da reingemacht. Meine Güte, ey. Schon wieder einen Kaffee aufgehabt. Die Schrauben waren da drin. Ich habe jetzt die Schrauben einfach reingemacht. Und ja, die kommen nicht hinten raus natürlich. Also die Wand ist dick genug. Alles ist oi. Aber sonst geht es uns gut. Ja, sind wir zurück. Spät, hungrig, kennt das ja von uns. Ja, ich lasse die Batterie jetzt einfach mal aus. Internet. Komme ich auch noch zu, bin ich auch noch nicht zugekommen. Wollte ich alle schon gedreht haben. Aber ist halt wie es ist. Zack. Schließe ich gleich ab, vielleicht. Hast du meinen Schlüssel? Wegen Abschließen gleich. Alles gut, ich habe nur Hände voll. Ja, wir sind wieder da. Hurra, hurra. Gut gelaunt und froh, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ich hätte gekotzt, wenn das jetzt kaputt gegangen wäre, deswegen. Egal. Ja, gibt es da nochmal Reste vom Feste? Das lassen wir uns dann schmecken. Und dann gehe ich gleich mit dem Buddy in der Wanne, wenn Livia schläft. Einfach mal so einen Relax-Tag. Relax-Abend machen. Muss auch mal sein, ne? Und ja, dann passiert dort nichts mehr, glaube ich. Noch froh, wenn der Tag bald vorbei ist und das alles gut überstanden haben. Muss noch ein paar von den Kackschrauben einpacken, auf jeden Fall. Ja, morgen geht's ans Packen. Morgen ist Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag geht es los. Wir fahren am Montag nach Zagreb, Dienstag nach Sofia nach Bulgarien. Kack drauf, wie man es richtig ausspricht. Und dann geht's am Mittwoch nach Istanbul. Ich stecke nur gerade hier die SIM-Karte um, wo ist unser mobilen Router und unseren festen Router mit Landstrom halt geht. Zeige euch mal das Chat hier, was hier der beste Empfang ist. Zack. So, da kommt er da hinten rein. Und dann gleich hat er auch Empfang. Jetzt ist noch WLAN-Symbol und An-Symbol. Connection ist volle Balken. 3 ist das höchste. Yes. Jawohl. So. Jetzt hier erstmal pischern. Dann mache ich erst nochmal warm und dann melde ich mich nochmal zu Wort. Ihr lieben Liebenden, wir wollen jetzt baden. Die Körper sind rein. Und jetzt fletschen wir uns auch einen schönen Film rein. In dem Sinne, morgen geht's los. Wir packen. Er sagt, er ist auch dabei. Hauen wir uns ins Bett. Habt einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss.